Entering Dead Small. Genau, weil wir haben kein Dead Simple diesmal, wir haben ein Dead Small. So. Okay, ich habe mich vertippt beim Cheaten. Also logischerweise cheaten. Ich muss ja. So, 15 Gegner. Ein Alt-Exit haben wir hier auch. Vielleicht zur Bugprävention. I don't know. Okay, wir können die Mankubi auf jeden Fall runterlassen. Aua. Holy. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Vielleicht ist auch nicht so eine gute Idee, die runterzulassen. Tatsächlich. Also, wenn die mal tot sind, ja. Ich glaube, dann ist es eine gute Idee. Au, fuck. Okay. Gar nicht so einfach. Nevermind. Ich glaube, es ist eine gute Idee, diese Sachen oben zu lassen, weil die Deckung dadurch doch ein bisschen wertvoller ist als die Waffe, die da drauf liegt. So, sehr schön. Schnappen uns mal die Rüstung. Jetzt kann ich langsam mal ein bisschen die Waffen einsammeln, damit ich gleich für die Arachnotrons bereit bin. Die werde ich, glaube ich, einfach mit Raketen zuballern, weil die rauskommen. Fuck. Deswegen schnappen wir uns doch einfach hier mal ein bisschen das Zeug an den Rändern. An den Rändern der Map. So. Schön. Ah, jo. Ah, das ist das alternative Exit für, falls das andere nicht funktioniert oder so. Aber da kommen wir ja gar nicht. Ah, okay, I see. Oh, das ist ja mal ultra clever gemacht. Das ist wahrscheinlich extra dafür, falls man versehentlich so einen Doppel-Arachnotron-Tod auslöst, sodass das zweimal triggert, was ja nun wieder passieren kann, dass man da hoch kann. Oh, nice. Die haben ja an alles gedacht, auch an die Bugs. Ja. Ja, gibt nicht viel zu der Map zu sagen, war ein nettes kleines, war eine nette kleine Dead Simple-Variation, definitiv. Es war im Wesentlichen tatsächlich einfach Dead Small. Es war Dead Simple ein bisschen kleiner. Und war doch süß. Aber gut, würde ich mal sagen, sieht man sich bei der nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.